Gut ausgebildete Fachkräfte sind eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Wirtschaft. Und der moderne Arbeitsmarkt hat heute viele Ansprüche an Arbeitskräfte, die weit über das reine Fachwissen hinausgehen und sich im Lauf der Jahre verändern. In Deutschland werden viele Berufe im dualen Ausbildungssystem erlernt. Das heißt, eine Ausbildung, zwei Lernorte, der Betrieb und die Berufsschule. Wer aber bestimmt nun, was eine Ausbildung beinhalten soll und wie wird das festgeschrieben? Wird ein neuer Beruf entwickelt oder muss ein bestehender Beruf modernisiert werden, so gibt es im deutschen dualen Berufsbildungssystem ein standardisiertes Vorgehen. Es gilt für alle Ausbildungsberufe. Dazu kommen VertreterInnen von Bund und Ländern sowie der Sozialpartner, also ArbeitgeberInnen und der ArbeitnehmerInnen zusammen. Sie entscheiden gemeinsam, was in der neuen Ausbildungsordnung stehen wird. Die Länder haben bei ihrer Ausgestaltung auf Bundesebene eine beratende Stimme und sind für die parallele Entwicklung eines Rahmenlehrplans für die Lerninhalte in der Berufsschule zuständig. Die ArbeitgeberInnen werden von ihren beruflichen Branchenverbänden und Dachverbänden vertreten. Die ArbeitnehmerInnen werden in Deutschland vor allem von der jeweiligen Gewerkschaft vertreten, die für den Berufsbereich steht. Das Bundesinstitut für Berufsbildung, das BIP, hat den Auftrag, bestehende und neue Berufe unter die Lupe zu nehmen. Forschungsergebnisse des BIP können im Vorfeld und während der Veränderung von Ausbildungsordnungen von allen Beteiligten genutzt werden. Das BIP überprüft kontinuierlich Berufe und Kompetenzen und gibt Empfehlungen ab, wie diese mit den aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes in Übereinstimmung gebracht werden können. Die Überarbeitung oder die Neuerstellung einer Ausbildungsordnung erfolgt in drei Schritten. Zunächst erörtern die Sozialpartner die Eckwerte für den zu ändernden oder neuen Ausbildungsberuf, wie zum Beispiel die zukünftige Berufsbezeichnung, die Ausbildungsdauer oder die Prüfungsanforderungen. Gemeinsam übermitteln sie einen entsprechenden Eckwertevorschlag an das zuständige Fachministerium, zumeist das Bundeswirtschaftsministerium. Hier werden die Eckwerte in einem Antragsgespräch zwischen Bund, Ländern und Sozialpartnern erörtert. Im Anschluss erfolgt die Entscheidung, ob ein bestehender Ausbildungsberuf geändert oder ein neuer Beruf geschaffen werden soll. Als nächstes geht die Ausbildungsordnung in die Erarbeitungs- und Abstimmungsphase. In dem vom BIP fachlich begleiteten Prozess arbeiten Sachverständige der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen gemeinsam mit VertreterInnen des Bundes an der Vorlage und den Details der Verordnung. Ein wesentliches Element ist der Rahmenplan der Ausbildung. Dieser definiert die inhaltliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung im Betrieb. Parallel wird in einem Ausschuss der Länder über den Rahmenlehrplan für die Berufsschulen beraten, in Abstimmung mit dem Gremium, das die Ausbildungsordnung entwickelt. Der Entwurf geht nun zurück in den Hauptausschuss des BIP, in dem alle Akteure sitzen. Sie stimmen dem Entwurf zu und empfehlen damit der Bundesregierung, die Ausbildungsordnung so zu erlassen. Das zuständige Ministerium erlässt danach die Ausbildungsordnung. Wenn sie veröffentlicht wurde, werden die ersten Auszubildenden im neuen Lehrjahr nach den veränderten Regeln eines bestehenden Berufes ausgebildet oder sie erlernen einen neuen Beruf. Bundesweit standardisiert mit gleichen Regeln für alle.